ich hätte mich dazu entschieden, Automobilkaufmann zu werden, aber habe jetzt auf der Messe da sehr viele Alternativsachen gefunden, die mir recht ansprechen daten. Und naja, schauen wir mal. Allgemein finde ich die Messe für sehr gut, weil, wie gesagt, man muss sich nicht jetzt schon auf was festlegen, sondern kann sich ein bisschen umschauen. Man geht einmal zu Sachen, wo man sich jetzt nicht unbedingt vorgestellt hat, dass man hingeht. Aber man findet einige interessante Sachen. Ich würde mich gerne für den Job als Elektriker dazu interessieren und da habe ich mich gut informieren lassen. Die sind auch recht gut, also die, wo da Informanten sind. Das hat mir recht gut gefallen. Ja, Oma, eine Begrüßung, habe ein Grußwort sprechen dürfen. Vor der Gästin ist, man schaut sich hier als Stimme für Schüler und Schülerinnen, auch, dass sie auch mal ein Wort haben. Und jetzt mal noch am Messe rumgegangen, schauen wir noch ein paar Betriebe und finde es eigentlich schon recht interessant, da man selber eine Sache machen kann. Also nicht, dass du nur Flyer kriegst, sondern selber auch Sachen machen kannst. Und erst. Also, ich komme von der Mittelschule und ich werde da den M2 Abschluss machen. Und ich war halt bei der Bundespolizei, das war schon was für mich, aber irgendwie so Elektrik, das war irgendwie, das haben wir angeschaut, das war nichts so für mich. Und ich habe mir halt schon mehrere angeschaut, aber es ist ein bisschen nicht so meins gewesen. Also ich werde entweder was mit Pflege oder auch von der Polizei, weil das auch mit dem Recht viel zu tun hat. Und dann hätte ich eine Schule, was in der Richtung oder halt in Pflege, Altenpflege, medizintechnische Assistentin oder irgendwie sowas ähnliches, weil ich auf jeden Fall was mit Menschen machen möchte. Es sind halt zwar zwei verschiedene Richtungen, weil bei Pflege also pflegst du ja jemanden und bei Polizisten eigentlich verhaftest du jemanden eher die Besen, aber die zwei Richtungen da machen besonders gut Daumen.